zusammen. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich möchte mit euch heute Palmbrezeln backen. Wie ich diese zubereite und forme, zeige ich euch in meinem Filmchen. Wir legen jetzt auch gleich los. Wir benötigen 350 Gramm Milch. Einen halben Würfel frische Hefe. Und insgesamt benötigen wir 100 Gramm Zucker. Von den 100 Gramm Zucker nehme ich jetzt einen Esslöffel weg und erwärme diese Zutaten 2 Minuten auf 37 Grad Stufe 1. Also 2 Minuten, 37 Grad Stufe 1. Meine Milch mit der Hefe und den Esslöffel Zucker ist jetzt erwärmt. Nun fügen wir 600 Gramm Weizenmehl. Ich nehme jetzt Typ 405 dazu. Den restlichen Zucker, wie vorhin schon erwähnt, insgesamt 100 Gramm. Eine Prise Salz. 60 Gramm Butter und Abrieb einer halben gewaschenen Bio-Zitrone. Wenn ihr sie abreibt, darauf achten, dass das Weiße ihr nicht mitreibt, weil die ist bitter und dann könnte euer Gebäck bitter werden. Diese Zutaten verkneten wir jetzt 5 Minuten auf der Teignetstufe. 5 Minuten Teigstufe. Meine 5 Minuten Knetzeit ist jetzt vorbei. Jetzt kommt wieder etwas, was ihr von mir nicht gewöhnt seid. Wir lassen unseren Hefeteig in unserem Mixtopf gehen. So circa halbe bis eine dreiviertel Stunde, bis es sich schön verdoppelt hat. Ich zeige es mal, wie er jetzt aussieht. So sieht er jetzt mal aus. Da hat er es jetzt auch schön kuschelig war. Und wenn meine Zeit vorbei ist, sehen wir uns wieder. Mein Hefeteig ist jetzt eine gute halbe Stunde in meinem Mixtopf gegangen. Ich zeige euch mal, wie er jetzt aussieht. So sieht er jetzt aus. Wir werden ihn jetzt nochmal 2 Minuten auf der Teignetstufe verkneten. 2 Minuten. Teigstufe. Und auch diese 2 Minuten sind jetzt vorbei. Na, wollt ihr nicht raus? So sieht's jetzt aus, mein Hefeteig. Und zum nächsten Schritt, zum Stutzen und Formen der Brezeln, hole ich euch wie immer näher zu mir her. So, meinen Teig habe ich jetzt auf meine Arbeitsplatte gestützt. Den werde ich jetzt halbieren. Und jede Hälfte nochmal in 3 gleich große Teile teilen. Werden wir jeden Teigling kurz rundrollen und dann etwas zu einem Strang
kann natürlich auch sagen, man tut es einfach platt drücken und rollt es zusammen. Dann rollt man einen Strang. Und dann nehmen wir einen Strang und rollen ihn ungefähr so 50 cm aus. Richtig. Schön auch die Enden mit ausrollen. Achtet darauf, dass ihr auf eure Unterlage nicht gar so viel Mehl habt, weil ich merke es jetzt hier auf dem, der flutscht mir ein bisschen zu arg und dann kann man es nämlich nicht gescheit ausrollen. So, sind sie alle gleich lang. Du es jetzt so abteilen und fange hier zum Flechten an. Ja, das Ende drücke ich jetzt zusammen. Dieses Ende. Und jetzt wird jeder Strang nochmal ausgerollt. So, dann habe ich jetzt hier in der Mitte meinen geflochtenen Kranz. Hier die Enden, die drehe ich noch einmal und drücke es an die Seiten fest. Und so sieht meine erste Palmbrezel aus. Diese werde ich jetzt aufs Backblech legen und mit der anderen Brezel fahre ich genauso fort. So, die rollen wir jetzt auch aus. Zum Flechten an. So, die Enden drücke ich wieder zusammen. Hier auch. Und fange an, sie auszurollen. In der Mitte habe ich wieder meinen geflochtenen Zopf. Hier drehe ich es wieder, setze es an die Seite und setze meine zweite Palmbrezel auch aufs Backblech. So, hier verquirle ich ein ganzes Ei mit einem Esslöffel Milch und einer Prise Salz zum Bestreichen. Meine Palmbrezeln sind auf meinem Backblech und die
Diese werde ich jetzt bepinseln mit unserem Ei-Milch-Gemisch. So, dala. Dann lassen wir unsere bestrichenen Brezeln nochmal 30 Minuten auf unserem Backblech zugedeckt gehen, damit sie nicht austrocknen. Unser Backofen schalten wir in der Zeit auf 180 Grad Ober- und Unterhitze schon vor. Und kurz bevor ich sie in den Backofen reinschiebe, werden sie nochmal bestrichen. Aber dann hole ich euch wie immer zu mir nochmal her. Meine Brezeln sind jetzt 30 Minuten abgedeckt gegangen. So sehen sie jetzt aus. Mein Backofen ist schon vorgeheizt auf 180 Grad. Nun werden sie noch einmal mit Eigelb bepinselt oder mit diesen Eigelb-Milchmischung. So. Jetzt habe ich hier noch gehobelte Mandeln, wer möchte, kann natürlich gar nichts drauf tun, gehobelte Mandeln oder nach Wunsch gehackte Mandeln, so wie er möchte. Oder Hagelzucker kann man drauf geben. Das gebe ich jetzt nur auf den geflochtenen Teil hinauf. Dürfen Sie bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 20-25 Minuten in den Backofen. So, ihr Lieben, meine Palmbrezeln sind nach 25 Minuten aus dem Ofen getüpft. Ich zeige sie euch mal. So sehen sie jetzt gebacken aus. Sie sind noch recht heiß. Alle abzumachen. So sehen, oh, heiß. So sehen sie aus. Sind super fluffig. Sie ablegen. Probiert es einfach aus. Diesen Hefeteig könnt ihr auch für normale Hefezöpfe hernehmen. Oder ihr könnt auch eure Palmbrezeln kleiner machen, dann teilt es einfach auf vier Teile oder auf drei Teile. Das ist ganz euch überlassen. Oder ihr macht einen ganz großen daraus. Das seht ihr ja, wie es ihr haben möchtet. Wie gesagt, den Hefeteig könnt ihr auch für andere Sachen hernehmen. Es ist ein wirklich super fluffiger Teig. Probiert es einfach aus. Ich bin gespannt, ob ihr genauso begeistert seid von meinem Hefeteig, wie ich es bin. Ich zeige es euch noch einmal. So. Und jetzt kann Palmsonntag kommen und es steht nichts mehr im Wege. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.